Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Zeitenwende. Mein Name ist Marco Fröhlicke. Ich bin heute zu Gast bei Philipp Hopf in Stuttgart. Philipp, vielen Dank für die Einladung und frohes neues Jahr an dich. Danke sehr. Ich freue mich auf unser zweites Interview, ist es jetzt, glaube ich. Richtig. Starten wir mal rein. 2024 ist noch sehr jung. Wir haben schon viel erlebt. Hochwasser, Bauernproteste, jetzt jüngst die Zulassung vom Spot Bitcoin ETF. Was ist eure Prognose für den Bitcoin in 2024? Also erstmal danke für die Möglichkeit, auf deinem Kanal sprechen zu dürfen, lieber Marco. Was ist unsere Prognose 2024? Wir werden ja demnächst unsere Sonderberichte 2024, die bringen wir immer im Januar raus, mit Jahresausblick bis Ende 2024, Anfang 2025 rein. Und das wird natürlich auch die Jahresziele von Bitcoin, Ethereum, Altcoins, der ganze Kryptobereich, werden wir da preisgeben. Deswegen möchte ich mich da eigentlich noch etwas bedeckt halten, aber wir sind grundsätzlich sehr bullisch. Wir sehen zyklisch seit der FTX-Pleite, ja, also als damals Sam Bankman-Fried, als der ganze Skandal aufgebrochen ist. Rauskam, wo die Welt unterging, ne? Welt geht unter. Da war das sehr, sehr schön zu sehen, wie das Sentiment, also die Marktstimmung extrem negativ wurde. Und die Leute gesagt haben, Bitcoin fällt unter 10.000 Dollar, dann hatten sich unterboten mit den Preiszielen 5.000, 4.000, wer bietet weniger? Und das war der Zeitpunkt, wo wir damals gesagt haben, jetzt ist es zyklisch am Boden. Immer dann, wenn alle Leute davon ausgehen, jetzt wird alles zusammenbrechen. Das ist die perfekte Stimmung, die es braucht, um den Boden zu bilden für ein Asset. Und seitdem befinden wir uns in einem Bullenmarkt. Ja, viele Leute sagen ja, wir sind jetzt erst im Bullenmarkt. Nee, wir sind seit dem Ende des Bärenmarktes im Bullenmarkt. Und das ist dann quasi direkt am Tief. Und wir sind bullisch, wohin das wirklich gehen wird. Auf jeden Fall meiner Meinung nach bis Ende des Jahres noch mal deutlich höher als der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Mhm. Ihr habt ja im Kryptomarkt, ist mir aufgefallen, eine extrem gute Prognosegenauigkeit. Ich glaube sogar auch besser als in anderen Märkten noch, die ihr analysiert. Woran liegt das? Gute Frage. Woran liegt das? Ich würde sagen, dass es im Bitcoin per se am allerbesten ist von allen 182 Assetklassen, die wir analysieren, also auch besser als andere Kryptowährungen. Ich glaube, das hat was mit der Dezentralität zu tun. Wir haben keine Notenbanken, die direkt Einfluss nehmen und manipulieren können. Dadurch keine Geldmengenausweitung. Bitcoin ist ja ein deflationäres Asset. Wir kennen die Gesamtmenge. Es ist also quasi genau vorgegeben und es ist extrem zyklisch. Und wir machen ja Zyklenberechnungen. Wir gehen ja von rein zyklischen Märkten auf, also der Philosophie, quasi der Religion in der Chartanalyse, der ich folge. Mhm. Die sagt ja ganz klar aus, dass alles erstmal auf der Welt, aber eben auch Aktienkurse, Assetklassen im Allgemeinen zyklischer Natur sind. Die haben Aufwärts- und Abwärtszyklen, diese werden in Wellen bemessen. Und deswegen ist es für uns, wir kommen so wahrscheinlich um die 70% Treffergenauigkeit im Durchschnitt bei Märkten. Es kann auch mal sein, dass es auf 65% geht oder 75%, aber bei Bitcoin sind wir konstant über 80%. In welchen Märkten, ihr analysiert ja sehr viele Märkte, erwartest du in 2024, sagen wir mal, so die höchste Vola? Das sind möglicherweise die Kryptos, weiß ich nicht, aber ihr habt ja auch Rohstoffe, die ihr analysiert und damit einhergehend auch vielleicht interessante Chancen dann für Anleger. Gute Frage. Ich würde die Edelmetalle einmal benennen. Warum? In Zeiten, in denen wir Tumulte haben, viele Unbekannte, die eintreffen könnten, Black Swan Events beispielsweise, ja, ob sein kann, dass wir Währungsreformen bekommen, wieder eine steigende Inflation, die Federal Reserve, also die US-Notenbank, die durch Rate-Kürzungen vielleicht auffällt oder sie macht was total Unerwartetes und hebt nochmal die Raten an, ja, also auch das ist im Bereich des Möglichen, das wäre so ein kleiner Black Swan für den Markt, weil er komplett unerwartet kommt. Das würde jeweils zu massiver Volatilität, also Schwankungsbreite im Markt führen. Deswegen sehe ich die Edelmetalle als sehr schwankend. Wir sind ja per se nicht super bullish auf die Metalle, sondern wir sehen sie eher noch mal etwas fallen. Und die Aktienmärkte natürlich auch. Also da ist sehr viel jetzt, wenn wir gerade bei den Notenbanken bleiben, sehr viel gerade eingepreist schon mit der Erwartung,
drei Zinssenkungen 150 Basispunkte, also 1,5%, die gesenkt werden sollen. Wenn wir uns jetzt aber offizielle FED-Sprecher anhören, beispielsweise den FED-Sprecher Bostic, der sagt, sie gehen davon aus, eigentlich hat die FED nur vor, 50 Basispunkte zu senken, was ich auch begrüßen würde, denn trotz den hohen Zinsen laufen die Börsen ja hervorragend. Mhm. Also wir befinden uns im S&P 500 ganz Zentimeter vor dem neuen Allzeithoch, im Nasdaq, im Dow Jones, im deutschen Leitindex DAX. Also rein von, ich lasse jetzt mal die Realwirtschaft aus, da pfeifen wir aus dem letzten Loch in Deutschland. Aber rein, was die Börsenkurse angeht, international lief das sehr, sehr gut. Also wozu sollte denn die FED jetzt runterfahren? Die Gefahr ist da, wenn sie runtergehen, dass die Inflation dann wieder steigt. Ich denke, wenn die Inflation weiter niedrig bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht nur eine Zinssenkung vornehmen dieses Jahr. Und das wäre weiterhin gut für die Aktien. Ja. Gut, dann du hast gerade gesagt, die deutsche Industrie pfeift aus dem letzten Loch, ist allerdings meistens der Mittelstand, der vielleicht Korrekt. Nicht unbedingt am Kapitalmarkt ist, der aus dem letzten Loch pfeift oder beginnt zu pfeifen. Nicht unbedingt vielleicht die global agierenden DAX-Konzerne. Du hast gerade den Edelmetallmarkt angesprochen, das finde ich ganz interessant. Ich hatte ein Video gesehen vor einigen Wochen vom Nostradamus, der Chartanalyse, wie du ihn bezeichnest. Philipp Klinkmüller, der ja noch deutlich niedrigere Silberkurse auch sieht, bevor es eine Trendwende gibt. Ja. Dem entgegen steht ja auch diese ganze Zentralbankpolitik, wo ja viele Gold- und Silberbanks extrem bullisch sind, eigentlich seit Jahren und auf den Monsterausbruch warten. Seit Jahrzehnten. Also da, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, glaubt ihr, dass es zwar auf der einen Seite volatil ist, aber eher nochmal korrektiv sein könnte? Also grundsätzlich unser Ausblick für Gold und Silber, den Edelmetallsektor, ist mittelfristig, vielleicht ganz kurzfristig bullisch, so sollte ich sagen. Also auf Sicht der nächsten Wochen, Monate, könnten wir nochmal jeweils einen Spike nach oben bekommen. Mittelfristig, tief ins Jahr 2024 reingehen, erwarten wir bei Silber einen recht starken Abverkauf. Unsere Zielzone liegt aktuell 33% unter dem jetzigen Kursniveau. Ich habe heute eine Analyse dazu gemacht, deswegen weiß ich das jetzt auch so genau. Wir sehen da Preise um die 16 Dollar, die unsicher auf uns zukommen. Ja? Im Future-Markt wohlgemerkt, nicht im Spot. Wir analysieren und handeln den Future. Bei Gold ist es nicht ganz so dramatisch, aber wir sehen bei Gold nochmal Preise um die 1600 Dollar auf uns zukommen. Im Anschluss, da werden wir voll aufladen, dann sind wir sind langfristig sehr bullisch eingestellt, aber wir sehen, der Markt muss sich noch einmal bereinigen. Er ist jetzt schon wieder zu positiv eingestellt. Trotzdem läuft er nicht stärker nach oben, also trotz des positiven Sentiments der Marktstimmung hat er keine impulsive Struktur aufgebaut. Wir sehen dreiteilige Wellenbewegungen sind immer korrektiver Natur, sie sind nicht impulsiver Natur, dann wären sie bullisch. Und deswegen gehen wir davon aus, dass noch diese große Enttäuschung noch einmal reinkommen muss, dass die Leute eben wie bei Bitcoin, FTX damals sagen, so ein Schwachsinn, Gold ist das letzte Müllinvestment, nur raus damit, ich verkaufe meine ganzen Bestände. Dann werden wir, wie es so schön Costolani früh gesagt hat, wenn das Blut auf der Straße liegt, dann werden wir gierig. Okay. Wie ist eure Aussicht für die großen Indizes, du hast gerade schon angesprochen, DAX, S&P 500, Nasdaq, da haben wir eine 23er Rallye gesehen, die durchaus beeindruckend war. Glaubt ihr, das geht so weiter? Werden wir die Höchststände auch noch hinter uns lassen in Richtung nach oben? Oder was ist eure Annahme? Davon gehen wir ganz stark aus. Ich würde es begrüßen, wenn wir in den nächsten Wochen mal eine mittelfristige Korrektur erhalten. Ja. Weil das brauchen wir. Ein Markt verläuft erstens niemals in einer Einbahnstraße. Der Traum der Anleger, es geht immer weiter hoch. Je weiter hoch es geht, desto mehr steigt die Gier und deswegen steigen sie zu überhöhten Preisen ein. Sie verkaufen zu viel zu niedrigen Preisen im Verlust. Das ist ja immer quasi die Masse hat niemals recht. Ob das jetzt Gustave Le Bon schon gesagt hat, es zählt für die Börse gleich doppelt. Ja? Deswegen
die Mehrheit der Marktteilnehmer liegt immer auf der falschen Seite. Deswegen verlieren sie ja auch. Und deswegen heißt es dann immer, die verlieren, weil die Märkte manipuliert sind gegen sie. Das hat nichts mit den Märkten zu tun, die manipuliert sind, sondern weil sie die falschen Entscheidungen zum falschen Zeitpunkt treffen. Ja, also wenn der Markt zu sehr steigt, kommt die Masse der Anleger zu spät rein und kauft den bereits angestiegenen Markt, kauft zu hoch im Zyklus, kauft das Top-up und bietet Liquidität, also Ausstiegsliquidität, Cash in the Tash, wie wir bei uns im Schwabenländle sagen, für die Leute, welche unten eingestiegen sind, und die kaufen dann das Top-up. Gleichzeitig, zurück zum Beispiel Bitcoin, wo wir die FTX-Krise gesehen haben, haben viele Leute genau an diesem Zeitpunkt, wo der ganze Skandal mit FTX rauskam, haben gesagt, ich habe die Schnauze voll von diesem Scheiß-Investment, Bitcoin wird jetzt komplett zusammenkrachen, und haben dann im Verlust verkauft und haben damit die Einkaufsliquidität für uns geboten, ja, die dann zu diesem Zeitpunkt eingestiegen sind. Ja, vielleicht zurück noch zu den Indizes. Wir sind auch 2024 weiterhin bullish. Quartal 3, 4 werden wir vorsichtig werden, je nachdem, wie weit die Preise gestiegen sind. Wir achten ja mehr auf den Preisverlauf, nicht auf den zeitlichen Verlauf. Aber das wird ein extrem spannendes Jahr und wir erwarten jetzt erstmal insgesamt auf Sicht der nächsten 9 Monate weiter steigende Preise. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zur Elliott Wave Methode. Das ist ja eine rein mathematische Berechnung, ja, von Kurszielen und Trendwendebereichen. Ohne jetzt zu viel Wert auf fundamentale Datenlagen zu legen. Also das ist ja immer so eine Diskussion, die ich mitbekomme. Das ist ja, gibt ja mehrere Lager, zwei Lager, ne? Die Chartanalysten und die Fundamentalisten, die stehen sich ja so ein bisschen gegenüber. Wie ergänzen sich die? Wie siehst du das? Wie siehst du den Impact von Ereignissen, die die Fundamentalanalysten mit reinnehmen? Zins, Verschuldung, Umsatzprognose und so weiter versus jetzt wirklich der Zyklentheorie? Also, grundsätzlich ist es ja so, wir sind in unterschiedlichen Lagern, das ist nun mal so, ja, und wir sagen immer, die Fundamentalanalysten sind die Pathologen in der Analysenschaft. Die nehmen die Leiche und versuchen anhand der Untersuchung der Leiche des Vergangenen in die Zukunft zu prognostizieren, und das funktioniert nicht, unserer Meinung nach. Denn wenn du dir, mach mal irgendwie NTV oder so auf, dann sagen sie dir am Montag, den gleichen Grund, warum der DAX gestiegen ist, ist am Donnerstag der Grund, warum er wieder gefallen ist. Ja? Also die Reaktion auf die Zinssenkungen waren negativ gefallen, die Reaktion auf die Zinssenkungen waren positiv gestiegen. Ja? Ja. Es wird das Event immer für alles hergenommen, weil der Mensch sucht nach einer logischen Ergründung, warum etwas passiert ist. Ja. Er kann sich nicht zyklisch das vorstellen, sondern er braucht immer irgendeinen Grund in der realen, sichtbaren Welt, damit er sich das zusammenreimen kann, was da wieder gelaufen ist. Deswegen gehen wir davon aus, wenn man sich das mal wirklich betrachtet, was machen fundamentale Ereignisse? Sie liefern Volatilität. Wir gehen davon aus, dass der Zyklus, der innere Zyklus eines Marktes, wie beispielsweise ein Wetterzyklus, ja, ein Wetterzyklus ist vorgegeben. Das sehen wir an den Bauernkalendern beispielsweise. Mhm. Über tausende Jahre kannst du sagen, zu den und den Zeiten mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit passieren gewisse Dinge, wie der erste Frost kommt und so weiter. So, und an der Börse sehen wir es genauso. Die Zyklen sind vorgegeben. Es gibt nur katalysatorische Effekte. Also sagen wir mal, eine Abwärtsbewegung ist schon am Laufen. Jetzt kommt ein Event rein. Nehmen wir als Beispiel die Bayer-Aktie vor circa einem Monat. Mhm. Die Bayer-Aktie ist seit Monaten am Fallen. Sie stand dann an einer wichtigen Unterstützung. Dann kam die Meldung raus, dass ihr Phase-3-Medikament Asodexian zurückgenommen wurde. Hatte 3,5 Milliarden eingeplant pro Jahr extra Umsatz durch dieses Medikament. Das fiel jetzt weg. Jetzt war das für viele Leute der Grund, warum die Aktie fällt. Die Aktie ist aber seit Monaten gefallen. Mhm. Das waren noch die letzten 20%, die runtergekommen sind. Ja, das ist also der Katalysatoreffekt für eine ohnehin laufende Bewegung gewesen, die nachher aber die Leute als den Grund für die Bewegung benennen. Zwei komplett unterschiedliche Sachen, Ursache und Wirkung. Ja. Und deswegen, ja, wer versucht, auf Basis von fundamentalen Daten Kursziele herauszufinden, der wird scheitern damit. Ja. Wie machst du deinen eigenen persönlichen Vermögensaufbau? Bist du eher jemand, der Assets langfristig hält oder
Ist das auch deine Strategie, in den Trendwendebereichen Assets auch wieder abzustoßen oder dient die für dich eher dazu, nachzukaufen? Wie behandelst du das Thema? Ganz unterschiedlich. Das ist wirklich nicht einheitlich zu sagen. Also nehmen wir beispielsweise Aktiendepots. Ich nutze natürlich unsere Analyse dafür und ich bin da quasi wie ein Abonnent, weil ich kriege genauso die E-Mail rein. Ich muss es auch gleich sagen, wer denkt irgendwie, dass ich den ganzen Tag vor Bildschirmen sitze, immer in Multiscreens reinglotze und mir am Tag 100 verschiedene Charts reinziehe? Nee, mache ich nicht, nicht mehr. Wohlgemerkt, die Zeit hatte ich mal, aber ich führe ein Unternehmen, ich kann das gar nicht. Also wir haben unsere eigene Analyseabteilung, die kümmert sich darum und ich bekomme dann genauso eine Nachricht zugeschickt, wo drin steht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir steigen ein bei PayPal zum Preis von so und so viel, Stop, ja, nein, und dann da gehe ich ganz normal in mein Depot rein, öffne das, schaue mir an, wie viel Liquidität habe ich gerade frei, rechne mir aus, wie viel Kapital meiner Liquidität will ich in PayPal als Beispiel investieren, und dann nutze ich das eher zum langfristigen Nachkauf. Sollten wir mal bei Werten Ausstiege tätigen, also sagen, wir trennen uns. Das war zum Beispiel bei einer Position von Palantir so vor einiger Zeit. Das hat dann auch funktioniert. Also das war richtig so. Palantir ist seitdem knapp 30% korrigiert. Da haben wir Gewinne liquidiert, abgestoßen, Liquidität reingeholt. Dann mache ich das auch. Aber grundsätzlich würde ich sagen und mich selber als längerfristigen Investor beschreiben, ich bin kein aktiver Trader, der am Tag 5 verschiedene Positionen setzt. Okay. Auf der Zielgeraden unseres Interviews, wenn du dich für 3 Top-Aktien entscheiden müsstest, die du hältst, welche wären das? Jetzt holt er mich. 3 Top-Aktien, die deine 3 Lieblingsaktien. So würde ich es auch nicht sagen. Das ist ja alles, weißt du, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann Leute sagen, alles klar, der Philipp Hopf hat gesagt. Also eine wäre, nach aktuellen Ständen, wenn ich jetzt neu einsteigen würde, definitiv PayPal, muss ich klar sagen. PayPal hat jetzt gehen wir auf die Fundamentale, also die Unternehmenswerte, hat sich sehr, sehr verbessert, hat die Umsätze gesteigert, hat seinen Gewinn gesteigert, hat ein Top-KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, und jetzt gehen wir auf unsere Analyse Elliott Wave und hat seit seinem Top, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es genau sind, aber weit über, ich glaube, es sind über 60%, jetzt deutlich über 60% runterkorrigiert. Also die sind meiner persönlichen Empfindung nach wirklich günstig, und auf Sicht der nächsten Jahre erwarte ich eine deutliche Anpassung der Preise wieder, ja, also zu einem reellen Wert. Wir sehen das auf der charttechnischen Seite. Jetzt nehmen wir die Fundamentale dazu, da sieht es nämlich auch gut aus. Ja. Man sieht schon, ich verteufle das Ganze nicht. Ich sage, fundamentale Situation sieht gut aus, charttechnische sieht auch gut aus bei uns. PayPal wäre eine Aktie, auf die ich setzen würde. Eine weitere Aktie, auf die ich setzen würde, um jetzt mal rauszugehen aus, sage ich mal, unseren Welten, das ist ja Deutschland, Europa, USA, wir sind ja recht der Westen, ja. Dann würde ich mal nach China schauen. China aktuell interessant, der Ticker Baba, das ist Alibaba. Ja. Alibaba, ähnliches Bild, Alibaba hat, ich meine, es ist vom Top jetzt irgendwo 64-66% weg korrigiert und ist deutlich, deutlich profitabler jetzt zu einem deutlich günstigeren Preis. Ich weiß, viele Leute haben Angst, China-Risiko, Taiwan, dieses Risiko besteht immer, machen wir uns da nichts vor. Nur sollten die Chinesen Taiwan angreifen, sollten dann die Amerikaner, also dann reden wir vom Dritten Weltkrieg, und dann ist, weiß ich nicht, ob Aktieninvestments auf einer 10er Prioritätenliste für mich überhaupt noch bei 10 steht oder ob es darum geht, irgendwie mein Leben noch zu retten. Ja. Deswegen, ich bin in China investiert, in Maßen. Und ich halte Alibaba und ich finde die aktuell gerade sehr interessant. Warum? Weil sie unterbewertet sind. Ganz einfach. Jetzt haben wir 2 Aktien. Dritter Wert, der ist jetzt aber schon deutlich gestiegen. Den werden wir aber demnächst wieder einkaufen. Das ist ein Wert, der sehr in Frage gestellt wird. Moralisch. Ja, viele Anleger meinen, ja, sie müssen moralisieren auch bei der Anlage. Da haben sie wahrscheinlich zu viel Mainstream-Medien geschaut. Und das ist Palantir. Ja. Palantir, der Konzern des Bösen. Ist nicht ganz, eigentlich beschreibe ich immer Monsanto, also den Saatguthersteller, als den Konzern des Bösen. Palantir ist der Spionagekonzern des Bösen, wenn du so willst. Ja, also da sagen ja viele, oh, die stellen für die Rüstungsindustrie hin, die spionieren uns aus und so weiter. Mag alles sein. Charttechnisch Palantir sieht gut aus. Wir haben hier ordentlich runterkorrigiert. Wir stehen kurz vor unserer Zielzone. Ich glaube noch 7-8% weg. Dann wird der Wert wieder interessant werden.
ich sehe größeres Potenzial bei Palantir die nächsten Jahre, weil die Branchen, in die Palantir investiert ist und wo sie eine sehr feste Stellung haben, die sind eben welche, die der Menschheit seit Jahrtausenden größte Freude bereiten, und das ist die Vernichtung der eigenen menschlichen Rasse. Ja, wir spielen ja ein dauerhaftes Wir-vernichten-uns-Spielchen, und deswegen laufen diese Branchen auch, muss man einfach faktisch mal so sagen. Rüstung läuft schon immer. Ja. Mhm. Spionage, Abwehr, Spionage, Counterterrorism, Drohnenaufklärung und so weiter wird auch weiterhin laufen, das in Verbindung mit KI natürlich. So, was haben wir jetzt gehabt? PayPal, Alibaba aus China und dann noch ein Amerikaner, Palantir. Letzte Frage, was wären deine drei Krypto-Favoriten? Also aus den Altcoins oder aus den Bitcoin? Das ist deutlich einfacher. Bitcoin, Ethereum halte ich auch in der Majorität meiner Anteile. Bin ich also in Kryptokuchen am meisten investiert, und Nummer drei wäre Solana. Nummer 3 Solana. Super. Philipp, herzlichen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und teilt es gerne kräftig. Vielen Dank, Philipp, für das nette Gespräch. Sehr gerne.